Lokomotive. Von Tierfamilie. Und damit ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Dendrim zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Farm Changing Tides. Und sind direkt im Spiel. Ohne Startbildschirm, ohne gar nichts. Geht gleich los. Ja, na dann. Willkommen zum. Ich wollte jetzt noch eine lange Anmoderation machen. Willkommen. Far Changing Tides. Entwicklerstudio Okomotive. Das erste Spiel davon haben wir schon gespielt. Far. Der zweite Teil einer Reihe. Far Changing Tides, hier sehen wir mal einen Schriftzug. Teil 1 Far Lone Sails von Mixed Vision. Mit Okomotive als. Die Entwickler sind dieselben geblieben. Das Studio hat sich geändert. Mixed Vision hat es abgegeben an Frontier Foundry. Hallo und CS haben wir bereits schon, das haben wir schon gespielt. Das haben wir damals, ich glaube auch ziemlich zu Release, habe ich das. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das gestreamt habe oder ob ich das aufgenommen habe. Na gut, die Texturen sind jetzt, ist jetzt kein, ist wahrscheinlich bewusst jetzt hier ein bisschen. Es ist jetzt natürlich nach wie vor ein Indie-Game. Also nach wie vor der Stil hier. Da braucht jetzt keiner. Das ist jetzt hier. Ich dachte jetzt hier wieder an die Bäume hier von Pokémon Schwert und Schild. Da gibt es jetzt hier wieder. Da gibt es wieder Aufregung von. Die Bäume. Aber sonst ist die Grafik jetzt. Das ist ja. Grafik war schon mal. Fahne und Sees. Nichts Verkehrtes. Doch, die Grafik ist ja nicht anders beim Spiel. Ich möchte mal hier feststellen, dass wir hier auf jeden Fall schon mal die erste Neuerung haben, dass wir tauchen können. Damit fangen wir direkt. Wir haben direkt unter Wasser gestartet. Das allererste, was wir im Spiel sehen. Das ist Springen. Wir schwimmen erstmal unseren Weg, bevor es auf die große Reise per Schiff geht. Das Spiel ist auch hier. Es ist 3D, aber es ist Bewegungsmuster zweidimensional. Man bewegt sich hier. Man kann sich noch links und rechts bewegen. Nach hinten und nach vorne. Das ist nicht möglich. Das war Absicht. Ich wollte hier mal tauchen. Wie zum Klettern an Leitern. Ah ja. Wie schon in der De Ich habe die Demo-Version schon vorher gespielt. Die müsste auf YouTube, wenn ich das auf YouTube hochlade, müsste das, wenn ich das richtig vorproduziert habe, müsste das gestern gekommen sein auf YouTube. Die Demo-Version. Wenn ihr das auf YouTube seht. Hallo YouTube. Dann war gestern. Also nicht jetzt heute für die Leute in Twitch, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Auf YouTube kommt das ein bisschen später. Oha, das war ein gewagter Sprung.
Wir haben tolle Musik endlich. Was an Demo-Version kritisiert habe, ist, dass das Leiterklettern nicht erklärt wurde. Da habe ich halt lange dran gesessen. Gut, dass es hier erklärt wird, sofort. Ich habe nichts anderes erwartet. Natürlich. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass wir hier nicht dreidimensionell schwimmen können, dass wir hier nicht nach hinten noch so ein bisschen in die Gasse so rein schwimmen können. Aber ja. Fado und C ist war schon echt ein awesome Game. Und ich freue mich echt auf Far Changing Tales. Bin sehr froh, das zu spielen. Und gestern am 1.3. rausgekommen. Ich spiele das heute am 2.3. Für die, die auf YouTube nachgucken, dann ja, die es erst später kriegen. Wisst ihr, was ihr verpasst, wenn ihr nicht auf Twitch followt? Dann seht das Zeug erst später. Müsst dann damit leben. E zum Untergehen. Ja, ein kleines Tutorial, das finde ich auch spitze. Dass man hier auch die Kleinigkeiten erklärt bekommt. Was mir irgendwie gefällt, ist hier die Farbe. Also blau ist es in den Klamotten von den dieses Zyran. Zyran hellblau. Das ist dort in den Knöpfen. Die, wenn ich mich richtig erinnere, in Farbe blau und CS rot waren. Die Knöpfe und Halterungen. Finde ich schön, dass das im zweiten Teil anders gefärbt haben. So. Und wir spielen entweder nicht die Figur, die wir in Fahrer Lone Cess gespielt haben, oder wir spielen dieselbe Figur, aber die hat ein anderes Outfit an. Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist eine kleine Hängematte. Ein kleines gemaltes Bild von einem Kind. Heißt, hier wohnt wohl jemand. Vielleicht entdecken wir ihn hier. Den Bewohner des Hauses. Frau zum Hereinzoomen. Ja. Ein Maler. Der Ingo wohnt hier. Man kennt ihn. Wir nehmen einen Blumentopf mit. Wir klauen einen Blumentopf. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht lange behalten können, aber wird wahrscheinlich ein Achievement sein, den bis zum Ende zu behalten. Das kenne ich doch, die Fahrreihe. So funktioniert sie doch. Aha. Das funktioniert nicht. Sein, wir können das irgendwie hier ranhängen. Ah, warte, ich weiß, ich kenne das Rätsel, die Lösung. Ist gar nicht mal so schwer. Das Rätsel, die Lösung. Häng ran. Sehr hübsch. Wir nehmen den Blumentopf mit. Auf der Kiste. Können wir hier den Blumentopf und die Kiste nehmen. Und hier wäre, glaube ich, machbar. Ich weiß, dass es ein Fahrlohn C ist. Da habe ich übrigens alle Achievements geschafft. Ah, da kommt nicht hoch. Fahrlohn C habe ich alle Achievements gemacht.
Da gab es einen Briefkasten, den man mitnehmen musste bis zum Schluss. Es könnte umständen diese Blumenvase hier, die Blumen, der Blumentopf, könnte hier so ein Ding sein. Und wieder bereue ich es, dort nicht hintergehen zu können, in die Landschaft, um die Gleise zu laufen. Hier laufen wir wohl durch ein Industriegebiet, beziehungsweise schwimmen, wurde längst schon überflutet. Umweltkatastrophen und so haben das Gebiet hier. Können wir mal tauchen, mal unter Wasser. Die Entwickler haben sich hier Mühe gegeben, die Unterwasserwelt zu gestalten. Können wir die auch mal zeigen. Ich habe das Gefühl, ist noch was. Da hinten kommen wir nicht hin. Haben hier noch ein kleines Secret. Aha. Das meine ich, ein kleines Secret ist. Den Blumentopf werde ich da nicht hinstellen. Okay, da kommen wir hoch. Bleib hier, Blumentopf. Diesen Knopf, den wir nicht drücken können. Ah, hier können wir das Wasser absaugen. Interessant. Bleib schön da, Blumenkopf. Öffnet sich die Tür. Nein, Blumenkopf. Ich werde jetzt hier eingesaugt. Neues Outfit. Was nicht mehr im Kopf kriege. Bin gefesselt. Hab das Outfit jetzt. Ich werde es nicht mehr los. Oh shit. Das Gefühl, jetzt kommen wir an der Stelle, die wir kennen. In einem Bereich, der jetzt bekannt vorkommen könnte. Noch nicht ganz, aber. Seht ihr da oben was hängen? Müssen wir das mal irgendwie runterkriegen. Wieder mal wunderbar atmosphärischer Soundtrack hier. Wirklich. Ich liebe die Soundtracks hier in. Ja, ich wollte gerade Mixed Vision Games sagen, aber in diesem Nachgänger eines Mixed Vision Games, in dem Nachfolger, ein Lokomotive Game. Ja, in Indie Games generell. Es gibt viel in, nicht nur Mixed Vision
mit einzubeziehen, also deutsche Indie-Games, auch generell Indie-Games. Gibt es viele mit sehr guten Soundtracks. Oha. Was in Gang gebracht. Errungenschaft ablegen. Und da sind wir im Wasser. Und hier, und ab hier begann die Demo-Version von der Changing Tides. Fahrt-Changing Tides. Diesmal haben wir einen Topf dabei. Okay. Die hatte halt Probleme, da die Leiter hochzukommen. Einmal ins Wasser gesprungen. Kam ich hier nicht mehr hoch. Okay, können wir noch nicht von unten rein. Können wir später erst. Hier nochmal einmal rumschwimmen. Ach, sie hat einen Tauchhelm auf. Fantastisch. Okay. Da müssen wir mal nach dem Haken greifen. Und hops. Mal festbinden. Wunderschön. Und vorwärts geht's. Auf geht die Reise. Und die Säge mal ausrichten. Ganz genau so. Oder auch nicht. Werde man gerade vom Schiff springen. Passagier über Bord. So können wir schneller schwimmen. Ich werde mal versuchen, von unten reinzukommen. Wenn mir das schon möglich ist. Dies ist der Anfang. Jetzt verpassen wir den schönen Anfang. Das geht natürlich gar nicht. Müssen wir mal hoch auf den Ausguck. Die ersten zwei Achievements haben wir schon bekommen. Mit V können wir durch raus näher ran. Mit A können wir raus. Mit C können wir rauszoomen. V ran. Und dann mal der kleine Blutschopf. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht wieder den Mast schrotten. Ich weiß. Mal rauszoomen. Wunderbar. Diese Landschaftsgestaltung drumherum. Obwohl man gar nicht hineingehen kann in Landschaft. Das. Und schon in den Mast geschrottet. Verdammt. Das war ja so klar. Ich habe zu sehr auf die Landschaft geguckt. Ich habe mich kurz ablenken lassen.
So, nein. Die Knöpfe auch am Schiff. Zyan, Türkis, hellblau gefärbt. Ja, Farbbeschreibung. Kann man sich streiten. Ich würde es. Ich glaube, Zyan ist eigentlich doch ein bisschen dunkler. Ja, hellblau, Türkis. Würde es als Türkis bezeichnen. Die Flagge zeigt an, wie schnell wir fahren. Ja, Wind lässt nach. Muss noch ein bisschen aus. Da müssen wir darauf achten, dass wir hier mal ein bisschen Wind in die Segel lassen. Dass es im blauen Bereich bleibt. Das ist kontraproduktiv, das war das gerade dort, was so gemacht haben, aber ja, egal, versuchen wir es mal. Nee, ich weiß ja aus der Demo-Version, ich glaube, das spielt keine Rolle, wenn ich das richtig dran erinnere. Schiff fehlt dann schon mal weiter, aber wir können ja eh. Können springen uns. Muss dann holen. Kaputte Macht. Nee, nee. So. Die Segel schneiden noch nicht, hat noch nichts zu schneiden. Versuchen wir was. Nee, das geht nicht. Das sprüht keine Funken. Na komm, hüpf. Hätte doch mal versuchen können, mich runterzustellen. Eventuell Fallschaden, ja, durch den herabfallenden Ast zu kriegen, Stamm. Okay, hier haben wir einen Schweißbrenner. Repariert. Errungenschaft freigeschaltet, behoben. Das ist ja hier. Die Errungenschaften werden hier inflationär benutzt. Noch nicht mal richtig begonnen und schon drei Achievements. Okay, das fährt trotzdem dort lang. Oh, auf dem Schiff gelandet. Sehr praktisch. Auch sehr praktisch, dass das runtergegangen ist. Dass wir es nicht schon wieder kaputt gemacht haben. So, heile. Der Blumentopf ist noch da. Stellen wir das hier auch ab. Können wir später noch in den Innenraum bringen. Dann bringen wir das mal schneller voran. Mal zum Fahren. Die laufen mit uns.
volle Kraft raus. Auf in neue Zeiten. Auf in die Ferne. Das Gewächs in neue Zeiten. So diesmal. Ich mich mal hinstellen. Hops, hops, nimm mal Säge wieder auf. Was ist denn hier los? Kommt der Wind aus einer anderen Richtung? Oh. Ein Wild im Hintergrund. Ein Wildtier. Ein Reh, ein Hirsch, ein Elch. Bin mir nicht sicher. Mensch, Mensch. Da bin ich ja schon wieder. Wir wollen ja nicht den Wind aus den Zähnen lassen. Volle Fahrt voraus. Volle Fahrt, sage ich. Gibt ein Zwergi. Ich glaube, da hat man einen Schluck drauf. Geht das atmosphärische Abenteuer. Da kommen wir an einer alten Schiffsschraube hin. Und da sind mal andere Schiffe gestrandet. Schwimmen mal ein bisschen vor oder zurück, wie man will. Geht hier beides. Alles möglich hier. Solange wir hier nicht gebraucht werden, sagte er. Bemerkt sich andere Sachen noch. Oh.